Tagesordnungspunkt 29, die Beratung der Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der internationalen Sicherheitspräsenz in Kosovo. Die NATO-geführte Mission im Kosovo ist der älteste Auslandseinsatz der Bundeswehr. Schon seit dem Ende des Kosovo-Krieges 99 ist Deutschland an der KFOR-Mission in der ehemaligen serbischen Provinz beteiligt. Derzeit sind rund 70 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr vor Ort. Das Mandat sieht bis zu 400 Einsatzkräften vor, um flexibel auf eine mögliche Wiederaufflammen der Spannungen zwischen kosovarischen und serbischen Bevölkerung reagieren zu können. Grundlage des Einsatzes ist die UN-Resolution 1244. KFOR überwacht nach dem Kosovo-Krieg zunächst den Abzug jugoslawischer und serbischer Sicherheitskräfte und die Entmilitarisierung des Kosovo. Nachdem sich die früheren serbischen Provinz 2008 für unabhängig erklärt hat, blieb die Mission mit Zustimmung der kosovarischen Regierung im Land. Philipp Krämer von den Bündnisgrünen ist der erste Redner. Die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo. Dieser Einsatz hat in mehr als 23 Jahren den Frieden in Kosovo und in den Anrainerstaaten sichergestellt. Und wir wollen, dass diese friedenssichernde Mission langfristig erhalten bleibt und weiterhin durch Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr unterstützt wird. Wir müssen uns in dieser Debatte immer bewusst machen, was die Ursache dieser NATO-Intervention gewesen ist, und das sind die völkermörderischen Verbrechen des serbischen Regimes. Die Auflösungskriege in Ex-Jugoslawiens sind Geschichte menschlicher Tragödien und tausendfachen Leids. Slobodan Milosevic war nur einer unter vielen Tätern organisierter Gewalt gegen Unbewaffnete, Frauen und Kinder. Er sticht allerdings als Führungsperson hervor. Was müssen unsere perspektivischen Ziele für den Kosovo in den nächsten Jahren, wahrscheinlich eher Jahrzehnten, sein? Einerseits brauchen wir die internationale Anerkennung des Kosovo als souveränen Staat. Wir brauchen mittelfristig ein Beitritt in die Europäische Union und damit verbunden auch eine NATO-Annäherung, die eben auch die militärische Unabhängigkeit sichert. Und das Letzte, was mir immer auch sehr wichtig ist, insbesondere in diesem Konflikt, ist eine Aussöhnung zwischen Serbien und dem Kosovo, weil das ist die Grundlage für einen EU-Beitritt, dem wir perspektivisch anschließen. Im Frühjahr 2023 wurde das Abkommen zur Visaliberalisierung und die Aufnahme in den Europarat beschlossen. Und das sind meines Erachtens nach zwei ganz wichtige Schritte auf diesem Weg gewesen. Die jüngste europäische Tragödie des russischen Angriffskriegs hat gezeigt, Blockfreiheit schützt anders als im Kalten Krieg nicht mehr vor territorialen Begehrlichkeiten und imperialer Aggression. Genau diese territorialen Begehrlichkeiten haben weniger mit ethnischen Realitäten im Kosovo zu tun, rühren aus zufälliger geografischer Verortung des Amselfelds als serbischen Gründungsmythos, aber auf dem jungen kosovarischen Staatsgebiet. Daher ist auch der Aufbau der Kosovo Defense Force ein wichtiger Schritt in Richtung souveräner Staatlichkeit des Kosovos. Und hier ist eben auch ein wichtiger Beitrag Deutschlands und der Bundeswehr zu verorten. Und noch beachtlicher ist allerdings der Bundeswehrbeitrag, der über die klassische militärische Kompetenz hinausgeht. Deutsche Soldatinnen und Soldaten sind als Kommunikationsteams im ständigen Kontakt mit diversen Bevölkerungsgruppen und Ethnien. Dadurch fungieren sie als Seismograf und zeigen militärische Präsenz und eben auch einen Mediationsbeitrag, der als wichtiger Beitrag im Profil Peacebuilding angesehen werden kann. Wir haben im kommenden Jahr den 25. Jahrestag des KFOR-Mandats. Und das ist ein Jubiläum, auf das die Bundeswehr, aber auch die beteiligten Soldatinnen und Soldaten und wir als Parlament, die eben die Parlamentsarmee in diesen Einsatz auch schickt, sehr stolz sein können und eben auch sollten. 25 Jahre Beitrag zum Frieden in einer Region Europas, in der Frieden auch heute nicht selbstverständlich ist. 25 Jahre Mission, die über das klassische Leistungsprofil von Streitkräften hinausgeht, eine Mission, die aufgrund des engen Kontakts zur lokalen Bevölkerung auch Spuren bei Soldatinnen und Soldaten hinterlassen hat. Wir sind als Politik gefordert, aber eben auch als Gesellschaft, diesen Einsatz und diesen Beitrag unserer Bundeswehr anzuerkennen und eben auch in den nächsten Jahren noch mal nach vorne zu stellen.
Wir müssen anerkennen, dass dies maßgeblich zu einem besseren Leben im Kosovo und auf dem Westbalkan beigetragen hat. Anerkennen, dass dieser Auftrag jungen Menschen im Kosovo eine Perspektive ermöglicht, eine Perspektive auf eine Zukunft in einem sicheren Land, eine Perspektive auf eine Zukunft in einem friedlichen Europa. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir als Gesellschaft und Politik anerkennen. Das müssen wir unseren Soldatinnen und Soldaten sagen. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Und ich wünsche mir für die Beurteilung des Einsatzes noch etwas sehr Besonderes. Ich möchte, dass diese Mission und das Erreichte für unsere Bundeswehr traditionsstiftend wird. Die letzten Jahre und mehr als zwei Jahrzehnte im Einsatz, die kollektive und persönliche Leistung unter teilweise widrigen Bedingungen in einem sehr schwierigen Umfeld müssen in einem besonderen Maße gewürdigt werden. Leistungen, die Gutes bewirken, und lassen wir diese Leistungen zu einer positiven Tradition in der Bundeswehr werden, weil sie eben explizit zu Völkerverständigung beitragen. Deshalb appelliere ich, erkennen wir diese Leistungen unserer Soldatinnen und Soldaten an, indem wir sagen, dieser Beitrag war und ist sehr erfolgreich. Dieser Beitrag ist aber auch weiterhin nötig. Wir legen diese Aufgabe weiterhin vertrauensvoll in die fähigen Hände unserer Soldatinnen und Soldaten und verlängern deshalb dieses Mandat. Vielen Dank. Ich begrüße in unserer Debatte auch die Wehrbeauftragte, Frau Dr. Högel. Schön, dass Sie da sind. Und ich gebe jetzt das Wort Michael Brandt für die CDU-CSU-Fraktion. Eva Högel sitzt so ein bisschen hinten rechts hinter der Bundestagspräsidentin und ist ja quasi als Wehrbeauftragte ein Hilfsorgan des Deutschen Bundestages. Michael Brandt jetzt für die CDU-CSU. Für Ihren Dienst, für diesen Beitrag zum Frieden in einem wichtigen Teil Europas. Das darf uns allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir die tatsächlichen Sicherheitsprobleme nicht entschärfen werden, solange wir um den Kern des Problems wie um den heißen Brei herumreden. Bei der Analyse, warum die KFOR noch bleiben muss, ergibt sich ein klares Lagebild über die Republik Kosovo hinaus. Die meisten Experten sind sich einig, wenn man den aggressiven Nationalismus der aktuellen Führung Serbiens aus der politischen Gleichung herausnimmt, sind 80% der Spannungen auf dem Balkan deutlich schneller zu lösen. Serbiens Präsident Vucic und Außenminister Dacic, engste Alliierte des Kriegsverbrechers Milosevic in den 1990er Jahren, sie bereuen nichts. Im Gegenteil, sie erklären heute Kriegsverbrecher zu Helden, leugnen Völkermord und reden von heroischen Taten. Ihre Medien hetzen wie die von Putin in Russland und behaupten gegen alle Wahrheit, die Serben seien bedroht. Die beiden selbst bedrohen Freiheit und Recht in Serbien. Und sie bedrohen den Frieden auf dem Balkan. All das hatte so gut wie keine Konsequenzen für die Haltung der EU. Die EU und auch die Bundesregierung, liebe Frau Außenministerin Baerbock, tun noch immer so, als wäre das alles gut auszuhalten. Das ist es aber nicht. Serbiens Führung hat eine rassistische Ideologie zur staatlichen Leitlinie erhoben. Was für Putin die sogenannte russische Welt, Ruski Mir, ist, heute auch Grundlage für den Krieg gegen die Ukraine, das ist in Kopie die serbische Welt, Serbski Svet, die unter Vucic Grundlage von Regierungspolitik wurde. Sein allmächtiger Geheimdienstchef Vulin, ebenfalls enger Mitarbeiter von Milosevic, erklärte sogar, dass die Vereinigung der Serben auf dem Balkan unter der Führung von Vucic erfolgen müsse. Die serbische Opposition warnt, dass diese Ideologie die Gefahr für den nächsten Krieg birgt. Den Schutz vor diesem Krieg liefert die NATO, die USA, nicht die EU. Die EU wirkt dagegen wie ein Papiertiger. Trotz aller EU-Milliarden verliert die EU an Glaubwürdigkeit und an Einfluss. Während der Einfluss von Russland, so paradox es klingt, trotz Völkermorden der Ukraine auf dem Westbalkan wieder ansteigt. Die serbische Führung ist das Kernproblem. Sie arbeitet aktiv gegen den Westen, paktiert mit Putin. Von Vucic gibt es das Zitat: Mein Herz ist in Moskau. Dacic wird in Belgrad Mr. Moskau genannt. Und selbst nach dem Überfall auf die Ukraine schloss Serbien sogar ein Abkommen mit Russland, um die Außenpolitik zu koordinieren.
Das allein ist eine eklatante Verletzung der Verträge mit der EU. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das alles sind sehr unbequeme Wahrheiten. Sie stimmen so überhaupt nicht überein mit dem, was uns von EU-Vermittlern, auch von deutschen Diplomaten vorgesetzt wird. Wir fordern die Bundesregierung auf, endlich eine realistische Lageanalyse zur immer gefährlicheren Entwicklung auf dem Balkan vorzunehmen und die Realität nicht länger zu verzerren. Wir dürfen dieselben Fehler, dasselbe Versagen, das Putin zum Krieg eingeladen hat und das in den 1990er Jahren Milosevic zu seinen Kriegen eingeladen hatte, nicht noch einmal wiederholen. Ich komme einmal ganz kurz zurück zur letzten Debatte. Ausweislich unseres Protokolls gab es einen Zwischenruf, der nicht einer Person zugeordnet werden konnte. Der hieß im Geiste des Nationalsozialismus, das ist viel schlimmer, wohl aus der SPD-Fraktion. Ich möchte Sie gerne darauf hinweisen, dass wir hier im Haus jeden Vergleich mit dem Nationalsozialismus, wie es auch juristisch betrachtet wird, als Verharmlosung der furchtbaren Verbrechen der Shoah betrachten müssen. Und ich bitte Sie, von solchen Vergleichen mit dem Nationalsozialismus Abstand zu nehmen. Herzlichen Dank. Das Wort hat Adis Ahmetovic für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der längste Einsatz der deutschen Bundeswehr soll heute in die nächste Runde gehen. Zum 24. Mal stimmt das Parlament darüber ab, ob wir die NATO-geführte internationale Sicherheitspräsenz in der Republik Kosovo verlängern. Zuallererst möchte ich die Chance nutzen, allen Soldatinnen und Soldaten unserer Bundeswehr für ihren unermüdlichen Einsatz zu danken. Seit 1999 leistet unsere Parlamentsarmee großartige Arbeit im Kosovo. Stellvertretend geht deshalb der Dank an unsere Wehrbeauftragte Eva Höge. Schön, dass Sie heute dabei sind. Nehmen Sie diesen Dank mit. Danke an unsere Parlamentsarmee für die klasse Leistung. Meine Damen und Herren, vor rund einem Jahr stand ich ebenfalls hier am Redepult und habe auf die sicherheitspolitische Relevanz, die von Kosovo auf Europa ausgeht, aufmerksam gemacht und mich für eine Fortsetzung des KFOR-Mandats eingesetzt. Und warum ist eine Präsenz 2023 und darüber hinaus notwendig? Wenn wir in der Geschichte etwas zurückgehen ins Jahr 1998, führte ein Konflikt zwischen serbischen Militär- und Polizeikräften und kosovo-albanischen Kräften zum Tod von mehr als 1.500 Kosovo-Albanern. Rund 400.000 Menschen wurden vertrieben. Der Konflikt verschärfte sich, als der ehemalige jugoslawische Präsident Slobodan Milosevic, Sie erinnern sich an die gestrige Bundestagsdebatte zur Gründung des ICTY, vor 30 Jahren. Milosevic wurde als Kriegsverbrecher vom Internationalen Strafgerichtshof verurteilt. Dieser hat alle seit 1963 erworbenen Autonomierechte des Kosovo annulliert und eine Abstufung zu einer autonomen Region vorgenommen. Die Auseinandersetzungen eskalierten in einen Krieg. Die kosovarische und insbesondere kosovo-albanische Bevölkerung wurden Opfer systemischer Überfälle, Vertreibungen und Massenmorde. Mit dem NATO-Einsatz im Kosovo wurde die Kriegswelle in Südosteuropa, die von Slowenien und Kroatien über Bosnien-Herzegowina nach Kosovo überging, endgültig gestoppt. Zugleich haben die EU und das transatlantische Bündnis deutlich zu verstehen gegeben, dass die Zeit ethnofaschistischer Exzesse in Europa vorbei sind. Die Lage hat sich seitdem stabilisiert, dank KFOR. Der Rückgang der Soldatinnen und Soldaten über die Jahre des Einsatzes ist dabei ein Indikator für diesen Erfolg. Eingangs setzte sich die KFOR aus rund 50.000 Männern und Frauen aus NATO-Mitgliedstaaten, Partnerländern und anderen Nicht-NATO-Staaten zusammen. 6.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten wurden zu Beginn eingesetzt. Zurzeit gehören der KFOR-Mission knapp 3.800 Kräfte an, darunter etwa 70 aus unserer Bundeswehr. Die Mandatsobergrenze liegt bis zu 400 deutsche Streitkräfte. Meine Damen und Herren, jetzt im Jahr 2023 befinden wir uns in einer anderen, aber dennoch ernsten Lage. Die jüngsten Ereignisse zeigen, dass KFOR auch nach 24 Jahren noch benötigt wird. Ein Abzug könnte einen fatalen Dominoeffekt für die gesamte Region zur Folge haben. Beispiele liefert das vergangene Jahr zuhauf. Erlauben Sie mir, dass ich einige wenige hier aufführe.
Anfang Dezember 2022 verhaftete die kosovarische Polizei einen ehemaligen kosovarisch-serbischen Polizisten. Er soll bei einem Angriff auf kosovarische Wahlhelfer in Mitrovica einen Polizisten verletzt haben. Infolge der Verhaftung errichteten Serbinnen und Serben im Nordkosovo Straßensperren. Es kam zu Schusswechseln mit der kosovarischen Polizei. Ende 2022 versetzte Serbien, das Land Serbien, seine Militärkräfte an der Grenze zur Republik Kosovo in die höchste Kampfbereitschaft, um, ich zitiere, das serbische Volk im Kosovo zu schützen. Die Regierung des Kosovo schloss als Reaktion ihrerseits den wichtigsten Grenzübergang zu Serbien. Am 29. Dezember 2022 konnten wir einer bewaffneten Eskalation umgehen, weil die USA und die EU und KFOR dafür gesorgt haben, dass es nicht so weit kommt. Und deshalb genau das, meine Damen und Herren, zeigt, warum wir dieses Mandat brauchen und unsere engagierten Soldatinnen und Soldaten. Meine Damen und Herren, wir sprechen hier über einen Konflikt zweier Länder, die beide Mitglied der EU werden möchten. Und das ist auch richtig so. Es zeigt aber, dass wir das KFOR-Mandat noch immer brauchen, um entschieden einzugreifen im Ernstfall. Neben EUFOR Althea in Bosnien-Herzegowina dient KFOR im Kosovo dafür, dass wir Friedensgarantien auf dem westlichen Balkan haben. Und das ist das Allerwichtigste, und diese Botschaft soll heute ganz klar rausgehen, an all diejenigen, die immer noch versuchen, an Grenzen zu schieben und die möglicherweise neu zu zeichnen. Mit KFOR und EUFOR Althea sind alle territorialen Architekturprojekte von Nationalisten auf dem Balkan vorbei. Dafür gibt es keinen Spielraum mehr auf dem Westbalkan. Die Grenzen sind fertig gezogen, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns zudem eines nicht vergessen, wenn es Eskalationspotenziale gibt in Europa und wenn es Destabilisierungsmöglichkeiten gibt, neben Osteuropa, wir haben es gesehen mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dann ist Südosteuropa ein mögliches Feld für Autokratinnen und Diktatorinnen, um Europa zu destabilisieren, um Demokratie, Freiheit und Frieden zu beschädigen. Und solange diese autokratischen Kräfte da sind, brauchen wir das KFOR-Mandat, um klar zu sagen, wir lassen uns nicht einschüchtern von diesen autokratischen Kräften. Es gibt keinen Weg vorbei an Demokratie. Wir stehen dazu. Wir wollen Freiheit und Frieden garantieren. Dafür haben wir das KFOR-Mandat, meine Damen und Herren. Und zum Abschluss möchte ich noch den Menschen in Serbien und Kosovo etwas mitgeben. Die KFOR-Mission kennt keine Hautfarbe, keine Religion, keine ethnische Zugehörigkeit. Alle Menschen im Kosovo, ob serbisch-orthodox, muslimisch, im Norden oder im Süden, alle können sich darauf verlassen. Unsere Soldatinnen und Soldaten setzen sich für alle Menschen ein, für Gleichbehandlung, für Frieden, für Freiheit und Demokratie. Wir machen keine Unterschiede. Menschen sind Menschen, und die sollen alle in Serbien, im Kosovo und im Westbalkan in Frieden, Freiheit und Demokratie leben. Vielen Dank. Der nächste Redner in der Debatte ist Hannes Gnauk von der AfD. Er ist der Vorsitzende der rechtsextrem eingeschätzten Jungen Alternative, die vom Verfassungsschutz unlängst als rechtsextrem eingestuft wurde. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, seit über 20 Jahren sind unsere Streitkräfte nun als Teil von KFOR in Kosovo. Dieser Auslandseinsatz kann nicht nur als der längste in der Bundeswehrgeschichte bezeichnet werden, sondern wohl zu Recht auch als der erfolgreichste. Die hervorragende Leistung unserer Soldaten hat der Bundeswehr internationale Anerkennung gebracht und über eine sehr lange Zeit für Sicherheit und Stabilität in der Region gesorgt. Man kann an dieser Stelle unseren Männern und Frauen in Uniform nicht genug für ihren besonderen Dienst danken. Und ich denke hierbei insbesondere an meine Kameraden, die von PTBS betroffen sind, die jetzt gerade vor dem Bildschirm sitzen. Liebe Freunde, euch allen möchte ich noch mal ein ganz klares Dankeschön ausrichten, denn man darf nicht vergessen, tausende Soldaten kehrten aus diesem Einsatz heim. Tausende Soldaten kehrten aus diesem Einsatz heim mit physischen und seelischen Verletzungen. 29 deutsche Soldaten mussten gar ihr Leben für diese Mission geben. Wir als AfD wissen, was ihr geleistet habt, und wir haben euch nicht vergessen. KFOR verkörpert aber auch wie viele andere Mandate dieser Art ein Beispiel für die Grundproblematik der Auslandseinsätze. Denn die angestrebten offiziellen Ziele von KFOR sind nach zwei Jahrzehnten noch immer nicht erreicht.
Ganz im Gegenteil. Von einer wirklich stabilen, demokratischen, multiethnischen und friedlichen Republik Kosovo kann auch weiterhin keine Rede sein. Die Spannungen im letzten Jahr, die grotesk niedrige Wahlbeteiligung im letzten Monat, die erneuten interkulturellen Konflikte im Rahmen des russisch-ukrainischen Krieges, all das spricht offensichtlich gegen die Erfolgschance des Einsatzes. Und auch der Aufbau der Kosovo Security Force als multiethnisch geprägte Sicherheitsorganisation zur Vorbereitung der weiteren Einbindung in euroatlantische Strukturen, also der quasi NATO-Mitgliedschaft, sollte allmählich als Hirngespinst betrachtet werden. Meine Damen und Herren, Sie haben mit dem Kosovo faktisch ein historisches Gebiet, das von zwei sehr stolzen Völkern bewohnt, beansprucht und auch umkämpft wird. Und dieser Konflikt lässt sich eben nicht durch künstliche Staatsbürgerfantasien per Rechtsakt beseitigen oder mit Zivilgesellschaftsstrukturen irgendwie wegtherapieren. Und Sie wissen das auch alle. Und dennoch verfolgen Sie, wie im Fall von Afghanistan, weiterhin dieses aussichtslose westliche Modell und das ohne konkrete Exit-Strategie. Am Ende des Tages ist der Kosovo natürlich kein zweites Afghanistan. Aber auch bei KFOR handelt es sich letztendlich um ein Projekt, dessen Ziel einfach nicht erreicht werden kann und das ohne westliche Militärpräsenz sofort aus einem Zustand des eingefrorenen Konfliktes wieder in die Destabilisierung und Eskalation zu fallen droht. Und genau das ist ja das Dilemma. Doch es ist in diesem Augenblick eben nicht die Bürde Deutschlands, dieses komplexe Problem zu lösen. Und genau im Mandat heißt es ja, der deutsche Beitrag zu KFOR unterstreicht zudem das deutsche Bekenntnis zu den Verpflichtungen in der NATO. Aber machen Sie sich ehrlich, wenn Sie wirklich wollten, dass Deutschland im Rahmen der Allianz mehr Einsatz an den Tag legt, dann müssten Sie endlich dafür sorgen, dass die Bundeswehr einmal selbst wieder zur Verteidigungsfähigkeit gesundet. Alle Fragen militärischer und einsatzbezogener Art stehen und fallen mit dem Zustand unserer Streitkräfte. Und das hat die oberste Priorität zu sein. Und meine Damen und Herren, genau das sind Sie vor allem den Kameraden schuldig, die geschädigt aus diesen Einsätzen heimkehren und lediglich eine desinteressierte Gesellschaft, eine unfähige politische Führung und verkrustete bürokratische Strukturen vorfinden. Die Bundeswehr hat laut Mandatstext den Auftrag, einen Beitrag zur internationalen Sicherheitspräsenz in Kosovo zu leisten. Meine Damen und Herren, genau das haben unsere Streitkräfte über 20 Jahre lang mit Bravour geleistet. Jetzt ist es allerdings an der Zeit, dass unsere Soldaten die nationale Sicherheitspräsenz in Deutschland wieder leisten können und damit endlich wieder ihren grundgesetzlichen Auftrag der Landesverteidigung erfüllen. Bis dahin ist es noch ein sehr langer Weg. Wir können dafür aber jeden Soldaten und alles funktionsfähige Material gebrauchen, genau hier in Deutschland und nicht im Kosovo. Die Fortsetzung einer deutschen Beteiligung an KFOR lehnen wir daher natürlich ab. Vielen Dank. Thomas Hacker hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Ende letzten Jahres waren die Nachrichten, die uns aus Serbien und aus dem Kosovo erreichten, besorgniserregend, ja dramatisch. Tagelange Straßenblockaden im Norden des Kosovo, geschlossene Grenzübergänge zwischen der Republik Kosovo und Serbien, Spekulationen über den Einsatz von Waffen, manche sprachen und schrieben von einem drohenden Krieg. Während die serbische Armee in höchster Alarmbereitschaft war, verlangte der kosovarische Premierminister Albin Kurti eine größere Präsenz von NATO-Truppen vor Ort. Der letzte Jahreswechsel hat uns gezeigt, weshalb die Beteiligung deutscher Streitkräfte an der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo, KFOR, auch mehr als 20 Jahre nach dem Ende des Kosovo-Krieges notwendig ist. Die drohende Eskalationsspirale konnte durchbrochen werden. Doch ist die Gefahr von Konflikten und Auseinandersetzungen nicht gebannt. Die geschlossene IBA-Brücke in der nordkosovarischen Stadt Mitrovica steht sinnbildlich für die Teilung der Stadt. Misstrauen und Skepsis sind zwischen Kosovaren und Kosovo-Serben immer noch verbreitet. Und eben dieses Misstrauen wird für politische Zwecke instrumentalisiert auf beiden Seiten. Der jüngste Boykott der Lokalwahlen in den vier mehrheitlich von Kosovo-Serben bewohnten Gemeinden durch die serbische Liste ändert nichts, überhaupt nichts am Status quo. Im Gegenteil. Trotz wiederholter Spannungen vor Ort können wir dankbar sein, dass es uns gemeinsam gelungen ist, seit mehr als 20 Jahren militärische Auseinandersetzungen, Flucht und Vertreibung zu vermeiden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der KFOR-Einsatz unter Leitung der NATO hat einen wesentlichen Anteil daran, dass der Frieden gesichert werden konnte. Jede einzelne Soldatin, jeder einzelne Soldat kann auf diesen Beitrag zur Sicherung von Frieden und Stabilität stolz sein.
Sie sind es, die durch das notwendige Maß an Professionalität, Besonnenheit und Sensibilität Sicherheit und Ordnung vor Ort gewähren. Dafür schulden wir unseren Soldatinnen und Soldaten und ihren internationalen Kollegen Respekt, Anerkennung und Wertschätzung und unseren Dank. Und dennoch müssen wir gemeinsam mit den Ländern darauf hinarbeiten, im Miteinander das Festklammern an der Vergangenheit zu überwinden. Versöhnung kann es nur geben, wenn ehemalige Gegner den Mut haben, sich über die Gräben und die Verletzungen der Vergangenheit hinweg die Hand zu reichen. Die Europäische Union war in den letzten Jahren zu sehr mit sich selbst beschäftigt und vielleicht hat die Kanzlerin Alexander Vučić auch zu sehr hofiert. Andere Länder, vor allem Russland und China, haben davon profitiert und ihren Einfluss auf dem Westbalkan ausgebaut. Auch das hat Einfluss auf die Sicherheitslage in der Region. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat uns wachgerüttelt. Die Europäische Union hat ein eigenes Interesse daran, Stabilität in der unmittelbaren Nachbarschaft zu unterstützen. Jeder einzelne Konflikt ist ein Einfallstor für Kriegstreiber Putin und seine Meinungsmacher vor Ort. Die Zeit ist gekommen, um geopolitisch zu denken und zu handeln. Daher kam der europäische Vorschlag zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Belgrad und Pristina genau zur richtigen Zeit. Beide Länder bitten wir, gemeinsam an der Umsetzung des Abkommens zu arbeiten. Dazu gehört der Verband der serbischen Gemeinden im Kosovo, aber auch das Ende der serbischen Blockadehaltung bei Kosovos Mitgliedschaft in internationalen Organisationen. Machen wir uns nichts vor. Der Weg in die Europäische Union wird sich auch an der friedlichen Koexistenz zwischen Kosovo und Serbien entscheiden. Beide Staaten sollten den Blick in die Zukunft richten. Eine erfolgreiche Umsetzung des Abkommens wäre ein starkes Signal, ein Signal für die Länder des Westbalkans, ein Signal für das gemeinsame Europa. Selten hatte die Nachbarschafts- und Erweiterungspolitik der EU in kürzester Zeit eine solche Dynamik und Geschwindigkeit entfaltet wie jetzt. Neue Initiativen im Rahmen des Berliner Prozesses unterstützen die Zusammenarbeit in der Region. Gegenseitige Anerkennung von Bildungsabschlüssen, Freizügigkeit und wirtschaftliche Integration helfen den Menschen vor Ort. Dem Berliner Prozess werden wir als Deutscher Bundestag eine parlamentarische Komponente hinzufügen, um das Miteinander der Parlamentarier des Westbalkans voranzubringen. Parlamentarier aus Regierung und Opposition. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die neue Dynamik ist eine Chance. Eine Chance, die genutzt werden muss. Eine Chance, dass die Brücke in Mitrovica vom Symbol der Teilung zum Symbol des friedlichen Miteinanders wird, als Zeichen der Begegnung, des Dialogs und der Versöhnung. Vielen Dank. Die Sicherheitslage im Kosovo ist nach wie vor angespannt. Nach wie vor besteht besonders im Norden an der Grenze zu Serbien ein Konflikt- und Eskalationspotenzial. Vertreter Serbiens und des Kosovos haben bei von der EU vermittelten Gesprächen in Brüssel keine Annäherung im Streit über die angespannte Situation im Nordkosovo erzielt. Nächste Rednerin Katrin Vogler für die Linke. Ruhig und stabil bewertet die Bundesregierung die Lage im Kosovo. Dennoch wollen Sie heute weiterhin bis zu 400 Soldaten im Rahmen der KFOR-Mission dort stationieren. Die sollen laut Ihrem Antrag die Entwicklung einer stabilen, demokratischen, multiethnischen und friedlichen Republik Kosovo unterstützen. Ja, was denn jetzt? Hat die NATO-Militärpräsenz seit 24 Jahren nun, wie behauptet, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gebracht? Oder müssen Sie nicht wieder mal zugeben, dass die Bomben auf Belgrad und der Völkerrechtsbruch der NATO von 1999 in Wahrheit ein Pulverfass geschaffen haben, das kaum noch unter Kontrolle zu kriegen ist? Wir werden uns daran erinnern. Wir vergessen nicht, dass vor 25 Jahren eine Regierung aus SPD und Grünen die Bundeswehr zum ersten Mal in einen völkerrechtswidrigen Kriegseinsatz geschickt hat gegen die Bundesrepublik Jugoslawien. Und entgegen der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrats die Abspaltung des Kosovos forciert hat. Meine Damen und Herren der Ampelregierung, nehmen Sie endlich zur Kenntnis, nichts ist gut im Kosovo. Und die Menschen auf dem Westbalkan warten schon viel zu lange auf Demokratie und ein besseres Leben. Und
Im Gegenteil zu Ihren euphemistischen Ausführungen hat der damalige Bruch des Völkerrechts Putin jetzt eine Blaupause geliefert, um den verbrecherischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit einer ganz ähnlichen Begründung, zu versehen. Und das Kosovo von heute ist geprägt von Kriminalität, von Korruption und massiver Abwanderung, von sozialer Perspektivlosigkeit. Jeder Dritte lebt in Armut. 30% der Menschen haben alleine zwischen 2008 und 2018 das Land verlassen. Und das sind doch die wirklichen Probleme, die auch zu den anhaltenden Spannungen führen. Und seit der Amtsübernahme von Albin Kurti ist auch überhaupt nichts besser geworden. In der Regierungszeit haben viel mehr ethnisch motivierte Angriffe auf Minderheiten wie Serben und Roma massiv zugenommen. Das sind jetzt 3 pro Tag. Und die können Sie doch nicht mit Militär beschützen wollen oder mit Militär verhindern wollen. Dafür braucht es mehr zivilen Friedensdienst, mehr ziviles Engagement und mehr interkulturelle Zusammenarbeit. Und das will ich mal hier noch mal ganz deutlich sagen. 6,1 Millionen Euro für ein weiteres Jahr für diese bis zu 400 Soldaten. Die wären in zivilen Friedensdienstprojekten, die es ja auch auf dem Westbalkan gibt und die immer unterausgestattet sind, wären sie sehr viel besser angelegt. Die Linke lehnt weiterhin die Verlängerung dieses Mandats ab. Die NATO hat 1999 das Morden im Kosovo gestoppt, mitten in Europa diesen Bürgerkrieg unterbunden. Grundlage des jetzigen KFOR-Einsatzes ist im Übrigen die UN-Resolution 1244. Nächster Redner ist Dirk Vöpel für die SPD. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht nur ganz kurz, ohne dass ich mir Illusionen mache, dass es viel bringt, aber ohne den NATO-Einsatz gäbe es heute wahrscheinlich keine Kosovo-Albaner mehr. Von daher bin ich dankbar, dass seinerzeit so entschieden wurde. Am 11. Juni 1999, also vor gut 24 Jahren, hat der Deutsche Bundestag zum ersten Mal dem Bundeswehrmandat für den Einsatz in der Republik Kosovo zugestimmt. Damit handelt es sich um den längsten Auslandseinsatz unserer Bundeswehr. Der Einsatz ist aber nicht nur lang, sondern auch erfolgreich. So waren ursprünglich noch rund 50.000 Soldatinnen und Soldaten für die Mission notwendig. Mit der Verbesserung und Stabilisierung der Sicherheitslage konnte die Truppenstärke der Kosovo Force ständig angepasst und verringert werden. Derzeit leisten noch etwa 3.500 Soldatinnen und Soldaten im Kosovo ihren Dienst. Diese kommen aus 27 Nationen, von denen übrigens 6 keine NATO-Mitglieder sind. Die multinationale KFOR-Truppe hat unter anderem den Auftrag, zu einem sicheren Umfeld und zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beizutragen. Den Aufbau eines demokratischen, rechtsstaatlichen, friedlichen und multiethnischen Kosovo zu unterstützen und militärisch abzusichern. Da diese Aufgaben zunehmend von lokalen Sicherheitskräften übernommen wurden, überwacht KFOR inzwischen primär die Entwicklung von demokratischen Sicherheitsstrukturen und arbeitet eng mit den lokalen Autoritäten und internationalen Organisationen zusammen. Doch die Lage im Norden Kosovos ist weiter angespannt. Das politische Umfeld ist unübersichtlich und wenig berechenbar. Im Falle einer Verschlechterung der Sicherheitslage kann KFOR weiterhin als sogenannter Third Responder eintreten nach den kosovarischen Polizeikräften und den Kräften der EU-Rechtsstaatsmission Eulex Kosovo. Mit Stand 22.05. sind rund 90 Frauen und Männer der Bundeswehr im Einsatz. Sie sind im Feldlager Camp Film City, dem Hauptquartier der KFOR in Pristina, stationiert. Ihnen und den über 130.000 deutschen Soldatinnen und Soldaten, die seit 1999 im Kosovo gedient haben, gilt unser Dank und unsere Anerkennung. Sie haben maßgeblich zur Sicherheit und Stabilität der Region beigetragen und genießen ein hohes Ansehen unter den Einwohnerinnen und Einwohnern.
Damit dies auch weiterhin möglich ist, werden wir der Mandatsverlängerung zustimmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Zwei Minuten Lebenszeit, ich will das nur weiter sagen, haben wir alle geschenkt bekommen. Bedenken Sie das bitte. Herzlichen Dank. Wir werden das für den Heiligen Geist nutzen, der an diesem Wochenende kommt. Kerstin Vieregger hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Minister, Frau Wehrbeauftragte, geschätzte Kolleginnen und Kollegen sowie die Besucher auf der Tribüne. Seit nun mehr als 20 Jahren trägt die Bundeswehr im Rahmen der KFOR-Mission zur Stabilisierung der Republik Kosovo bei. Die Erfolge dieses Engagements sind für jeden ersichtlich und können nicht abgestritten werden. Mit derzeit rund 70 Soldaten kann die Bundeswehr auch in Zukunft dazu beitragen, dass das bereits Erreichte auch nachhaltig gefestigt wird. Stabilität und Sicherheit im Kosovo und in der Westbalkanregion sind sowohl für die EU als aber auch für Deutschland von enormer Bedeutung. Und wir haben es doch erst kürzlich wieder beobachten können. Die Lage ist und bleibt angespannt. Es gibt auch weiterhin ein großes Konflikt- und Eskalationspotenzial, insbesondere im Norden des Kosovo. Und genau diese Glutnester versucht Russland wieder auflodern zu lassen. Russische Desinformations- und Einflusskampagnen stellen eine erhebliche Bedrohung für die Sicherheit in Europa dar, insbesondere im Westbalkan. Und somit ist klar, unsere Anstrengungen dürfen nicht nachlassen. Wir müssen kontinuierlich dranbleiben. Denn angesichts dieser andauernden Anspannungen in der Region ist es richtig, dass die Bundeswehr sich weiter an der Stabilisierung des Kosovo beteiligen wird. Und ebenso wichtig ist, dass die Personalobergrenze des KFOR-Mandates deutlich über dem derzeitigen Kräfteansatz von rund 70 Soldaten liegt. Eine Aufstockung auf 400 Soldaten ist somit, sofern die Sicherheitslage dies erfordert, ohne weiteres möglich. Aber ein gutes Mandat für Kosovo ohne eine Einbettung in eine robuste Strategie für die gesamte Region des Westbalkans reicht nicht. Gestern hätte die Bundesregierung die Möglichkeit gehabt, zu erläutern, welchen Stellenwert der Balkan in der nationalen Sicherheitsstrategie haben wird. Aber stattdessen spielt die Bundesregierung unter fadenscheinigen Begründungen mal wieder auf Zeit. Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen, um allen Soldatinnen und Soldaten, die im Rahmen des KFOR-Mandates Dienst geleistet haben oder immer noch leisten, meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Und insbesondere denke ich heute an die tapferen Soldaten, die ihren Einsatz im Kosovo mit dem höchsten Opfer bezahlten, sowie denjenigen, die leider noch immer unter den lang anhaltenden Folgen dieses wichtigen Einsatzes leiden. Dankeschön. Kerstin Vieregger war das für die CDU-CSU. Die nächste Rednerin hier im Parlament war lange Jahre in der AfD-Fraktion, ist dann ausgetreten, eine der fraktionslosen Abgeordneten, Joanna Kotar. Frau Präsidentin, werte Kollegen, KFOR ist und bleibt eine Lebensversicherung und ein Stabilitätsanker für den Frieden in Europa. Die aktuellen ethischen und wirtschaftlichen Probleme im Kosovo werden leider absehbar bestehen bleiben. Im nördlichen Grenzgebiet zu Serbien kam es erst Anfang dieses Jahres wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Dazu kommen die Einflussnahmen dritter Akteure wie Russland oder China. Auch die Nutzung des Balkans als Route für Migranten wird auf absehbare Zeit nicht zu verhindern sein. Solange diese Probleme nicht geklärt sind, solange auf Menschen geschossen wird, es Aufruhr und gewaltsame Zusammenstöße gibt, Truppen an der Grenze in höchste Kampfbereitschaft versetzt werden, um das serbische Volk im Kosovo zu schützen, Politiker wie der stellvertretende Vorsitzende der PDK, Hizin Berisha, verkünden, dass Kosovo zum Krieg bereit sei, solange ist es wichtig, dass KFOR mit seinen rund 3.800 NATO-Soldaten gemeinsam mit den kosovarischen Sicherheitskräften und der Eulex-Mission Konflikte lösen und stabilisierend eingreifen kann. Wichtig ist dabei vor allem, dass Kosovo und Serbien die Fortsetzung dieses Einsatzes wünschen.
Die Reduzierung der Truppenstärke, das Grundlagenabkommen zwischen Kosovo und Serbien sowie der Umsetzungsannex, auf den sich beide Länder geeinigt haben, zeigen den Erfolg der Mission. Um diese politischen Gespräche auch weiterführen zu können, bedarf es einer stabilen Sicherheitslage, und dafür sorgen unter anderem auch unsere deutschen Soldaten vor Ort. Und an dieser Stelle hören wir normalerweise in allen Reden von allen Fraktionen immer den Dank an unsere Soldaten. Und natürlich gilt auch mein Dank all den Kontingenten und allen Soldaten, die ihre Familie zurücklassen, um im Einsatz den Frieden zu sichern. Aber es wäre schön, wenn die ganzen Dankesbekundungen, die wir bei solchen Debatten immer wieder hören, auch dazu führen, dass auch alle Fraktionen hinter unserer Bundeswehr stehen. Und zwar so, dass Ausrüstungsmängel ernst genommen werden und dass man dafür sorgt, dass unsere Jungs und Mädels im Einsatz bestens ausgerüstet sind und dass in Deutschland ein Klima geschaffen wird, in dem unsere Soldaten geschätzt und geachtet werden. Ich bin froh, dass mit Boris Pistorius jemand im Amt ist, der das im Gegensatz zu seinen Vorgängerinnen auch ernst zu nehmen scheint. Wir müssen unsere Truppen endlich politisch-gesellschaftlich den Respekt entgegenbringen, den sie verdient. Herzlichen Dank. Der Kollege Dr. Volker Ulrich hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Es geht um die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Kosovo, KFOR. Und der letzte Redner der Debatte ist Volker Ulrich für die Union. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, am 4. April diesen Jahres hat in Den Haag vor dem Sondertribunal Kosovo das Strafverfahren gegen den ehemaligen Staatspräsidenten Thaçi und drei weiteren ehemaligen UÇK-Führern begonnen. Und der Umstand, dass 25 Jahre beinahe nach Massakern, nach Erschießungen, nach ethnischen Säuberungen diese Verbrechen aufgeklärt und angeklagt werden vor einem kosovarischen Gericht, ist ein Zeichen für den Fortschritt und für die Integration Kosovos in die westliche Wertegemeinschaft. Das können wir nicht hoch genug einschätzen. Und dass es so weit kommen konnte, ist das Ergebnis eines langen Stabilisierungsprozesses. Und dieser war nur möglich, weil die westliche Gemeinschaft, weil die NATO mit ihrer Präsenz dafür Sorge getragen hat, dass die Schatten der Vergangenheit nicht mehr lebendig werden können. Dass ethnische Säuberungen, Spaltungen, Nationalismus im Westbalkan und im Kosovo zurückgedrängt werden und einer langfristigen Friedensordnung Platz machen. Und so wie Kosovo den Weg sich bereitet hat in Richtung Europa, so müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass dieser Weg weiter beschritten werden kann. Die Visa-Liberalisierung zum 1. Januar 2024 ist richtig, und ich sage, sie kommt jetzt endlich. Das Ministerkomitee des Europarats hat den Weg für Kosovo zur Vollmitgliedschaft im Europarat geebnet. Ich erwarte jetzt, dass die Parlamentarische Versammlung des Europarats den Weg für den Kosovo frei macht und dass auch die europäischen Staaten, ich will das ganz klar hinzufügen, die noch nicht die Unabhängigkeit Kosovos anerkannt haben, diese Anerkennung vornehmen, weil es ein wichtiges Zeichen ist, dass durch diese Anerkennung die Eigenstaatlichkeit Kosovos und seine Entwicklung gewertschätzt wird. Aber wir müssen achtsam sein. Achtsam im Hinblick auf all die Kräfte aus Belgrad und auch aus Moskau gesteuert, die den Westbalkan destabilisieren wollen, die das Rad der Zeit zurückdrehen wollen. Und dagegen braucht es eine klare internationale und europäische Antwort, gestützt auf unsere Werte, aber auch untermauert durch konkrete stabilisierende Aktionen. Und der Einsatz des KFOR-Mandats ist ein Baustein. Ich bitte Sie um Zustimmung zur Verlängerung mit dem Dank an all unsere Soldatinnen und Soldaten. Herzlichen Dank. Damit schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der internationalen Sicherheitspräsenz in Kosovo.
Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/6980 den Antrag der Bundesregierung auf Drucksache 19/6654 anzunehmen. Wir stimmen über die Beschlussempfehlung namentlich ab. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach der Eröffnung 20 Minuten Zeit. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Ich höre, das ist bereits geschehen. Ich werde nach 20 Minuten die Abstimmung schließen, also ungefähr 14:05. Und nein, 14:55 Uhr, genau, das ist richtig. Und ich eröffne hiermit die namentliche Abstimmung. Ja, also die Abgeordneten sind jetzt aufgerufen, namentlich draußen abzustimmen mit Stimmkarten über eine Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Kosovo. Der Einsatz erlischt, so steht es in dem Antrag der Bundesregierung, wenn die UN-Resolution 1244 außer Kraft treten sollte. Das ist also noch eine wichtige Voraussetzung. Es geht jetzt